Fischer und Fischer. Lass mich auch hier hinrutschen. Ich schau, ich schau. Büffi TV. Nicht, dass er denkt, wir beschummeln. Nee, Videotagebuch Eintrag 5. Denn heute ist Freitag und die Tagesetappe war Bischofswerda. Genau, wir sind nämlich von Göta unten rum schön durch den Wald nach Bischofswerda gelaufen. Das war eine traumhaft schöne Stelle heute. Wir sind wirklich nur durch den Wald gelaufen. Das hat geplätschert und Tiere und kaum Autos. Natürlich auch keine Leute. Wir haben heute nicht viel gesurft, aber das war auch mal schön. Mal zum Entspannen und mal zum Runterkommen. War das heute eine schöne Tour. Wir sind hier gerne gelaufen und wir bleiben jetzt hier in Bischofswerda. Wir werden uns am Sonntagabend hier alle wieder einfinden und werden hier, sage ich mal, von Sonntag zu Montag übernachten und dann hier wieder starten in Bischofswerda. Am Montagmorgen um 5 Uhr geht's weiter. Ich mache jetzt erstmal Wochenende. Ich brauche eine Physiotherapie und vielleicht auch mal eine warme Wanne. Das wäre schon mal was Genaues. Montagmorgen geht's weiter. Dann kommt Etappe 6 und da starten wir in Bischofswerda. Und dann geht's rüber nach Radeberg. Und da melde ich mich demnächst.